Na, der Topf ist doch jetzt frei. Was könnte ich denn damit machen? Omi ist gleich voll, wobei. Aber mit sowas hier brauche ich gar nicht anfangen. Eventuell. Ja, komm, ich hau da nochmal eine G13 Haze rein. Die kann ich ja im schlimmsten Fall dann auch noch mit Dünger beschleunigen. So, die haben wir schon mal. Und jetzt fehlt noch die Chemnock. Okay. Direkt noch eine Afghani hinten dran. Mann, 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 Mann. Okay, ja, geil, direkt die nächste Ladung. Gut. Bam. Alright. Komm, dann machen wir noch eine Runde. Denn das ist wichtig. Bam. Gut, was zum Teufel? Nein, 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 nein. Ey, Leute. Na, wann wird dann die Chemdog fertig? Ah ja, jeden Moment. Sauer Diesel ist so ein Schmerz im Arsch. Also diese langdauernden Sorten. Ich meine, klar, das Spiel ist dafür gemacht, dass du das auf deinem Smartphone spielst. Also, du holst das ab und zu mal aus der Tasche, klickst da irgendwas an und steckst es dann wieder ein paar Stunden in die Tasche und guckst dann später wieder.
Oder du lässt dir halt Mitteilungen von dem Spiel auf dein Handy senden, dann kriegst du eine Nachricht, das und das ist fertig, dies und das muss gemacht werden oder so. Und dann hat man das Spiel eigentlich immer nur dann offen, wenn man gerade was macht. Ich sitze ja gerade davor und habe es so lange offen, wie ich aufnehme. Und dass dann Zeiten entstehen, in denen man warten muss, ist natürlich logisch. Deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man so mehrere Sachen auf einmal macht. Ach, guck mal hier. Als immer nur das, was ich mache. Aber ja, aber Na, guck mal. So, jetzt brauche ich nur noch eine Sour Diesel. Da das hier aber jeden Moment fertig ist. Oh, die Kamera. Da das hier aber jeden Moment fertig ist, kann ich die Sour Diesel da reinschmeißen und gegebenenfalls Dünger benutzen. Wie gesagt, damit ich hier nochmal. Damit ich hier nochmal. Oh, das trifft sich ziemlich gut, dass das fertig ist. Dann kann ich nämlich hier nochmal. Nochmal einen reinhämmern. So, Dankeschön. Sour Diesel. Ach so, ich habe die erst ausgesät, noch nicht geerntet. Verstehe. Was? Okay, es hat sich neu geladen, aber glücklicherweise ist das bei 175 Punkten geblieben. Glück gehabt. Sonst hätte ich jetzt hier gleich arschviel Northern Lights, dass ich nicht losgeworden wäre. Da hätte ich mich wohl zusammen mit Onkel Danny in seinem Haus verschanzen müssen mit der Ernte, um es wegzuharzen, weil anders ich es ja nicht losbekomme. Ich könnte es natürlich auch zu Kiefer verarbeiten oder Marshmallows oder so, aber dafür war es ja nicht gedacht. Stell dir mal vor, du kommst mit so einem riesigen Beutel Gras da an. Onkel Danny, ich hab hier was. Ist das eigentlich auch mein Onkel? Also es ist der Onkel von ihm. Ich glaube, ich habe das mal in irgendeiner Folge, habe ich das mal erfahren, ob ich da auch zu dieser Familie da irgendwie zugehöre. Ob das mein Bruder ist oder das mein Onkel oder ich weiß es nicht mehr. So, also das hätten wir. Schnipp. Dann kann ich jetzt hier also nochmal. Ja gut, und jetzt fehlt mir für beides. Gut, dann bin ich an der Stelle fertig. Wenn es jetzt wieder nur eine gewesen wäre, die gefehlt hätte, dann hätte ich mich in der Position gesehen, dass ich vielleicht gesagt hätte, okay, eine haue ich noch in den goldenen Topf. Ja. Gut, dann gibt's jetzt noch mal eine schöne Ladung Northern Lights. Geil. So eine schöne Ladung Northern Lights.
Bam. Schnipp. Bam. Also bam. Sehr schön. Gut. Alright, alright, alright. Dann lasse ich jetzt den Grow Room ausnahmsweise leer. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das weitergeht, vor allem wenn der Schuppen größer ist jetzt hier und ich dann vielleicht endlich mal die letzten Lampen abgegradet habe und sowas alles, was da noch kommt, dann schaltet ihr in der nächsten Folge wieder ein. Die kommt, wie immer, morgen. Tschüss.